Es gibt in Java drei grundlegend verschiedene Arten von Datentypen. Die am einfachsten zu verstehenden sind die primitiven Datentypen. Also diese in der Sprache Java eingebauten Typen. Zu primitiven Datentypen gibt es ein eigenes Video. Dann gibt es die Array-Typen. Zu jedem Datentyp, egal welcher Art, kann man ein Array von diesem Datentyp einrichten. Siehe das Video zu Arrays für weitere Details. Und dann gibt es noch Klassentypen oder kurz Klassen. Davon handelt dieses Video. Klassen sind nicht in Java eingebaut wie primitive Datentypen und Arrays, sondern müssen definiert werden. Dies ist ein einfaches Beispiel einer Klasse. Untypisch einfach, denn diese Klasse hat keine Methoden. Methoden führen wir später ein. Dass eine Klasse definiert wird, zeigt das Schlüsselwort Class an. Groß X ist der Name der Klasse. Unter gewissen Bedingungen können wir den Namen der Klasse frei wählen. Fantasieloserweise haben wir einfach X gewählt. Die Regeln, nach denen der Name einer Klasse gewählt werden kann, werden im Video zu syntaktischen Bestandteilen erläutert. Das, was die Klasse ausmachen wird, kommt nach dem Klassennamen in geschweiften Klammern. Dies sind die drei Attribute unserer kleinen Beispielklasse. Ein Attribut heißt i und ist vom Typ int, eines namens c ist vom Typ char, das dritte ist vom Typ double und heißt d. Wieder fantasielos benannt. Wir werden gleich näher auf diese Attribute eingehen. Im Grunde ist ein Objekt dieser einfachen Klasse einfach die Zusammenfassung einer Invariable i, einer Char-Variable c und einer Double-Variable d. Mehr nicht. Aber zuerst zum Schlüsselwort public. Das public an dieser Stelle zeigt an, dass die Klasse nach außen sichtbar ist. Was das genau heißt, wird im Video zu Zugriffsrechten und Packages erläutert. An dieser Stelle besagt das public analog, dass die Attribute nach außen sichtbar sind. Die Unterlegung ist jetzt rot, weil man Attribute zwar public machen darf, aber in den allermeisten Fällen besser nicht public machen sollte. Die Gründe dafür werden im Video zum Fallbeispiel 2D-Diagramme genau erklärt. Entgegen allen Prinzipien sind die Attribute hier aber trotzdem public, weil alles, was jetzt in diesem Video folgt, sonst unnötig kompliziert und verwirrend wäre. Von einem primitiven Datentyp richtet man eine Variable ein und fertig. Bei Klassen ist das in Java etwas komplizierter. Man richtet eine Variable und dann noch separat ein Objekt ein. Warum das sinnvoll ist, sagt das Video über Vererbung und Polymorphie. Wie das mit der Variable und dem Objekt funktioniert, wird im Video zur Referenzsemantik genau erklärt. Wir schnuppern hier nur einmal ganz kurz hinein. Im virtuellen Speicher sind alle Daten abgelegt. Den virtuellen Speicher kann man sich wie ein sehr großes Array vorstellen. Die Variable a wird vom Laufzeitsystem irgendwohin platziert, das Objekt irgendwo anders hin. Durch die Zuweisung enthält die Variable a die Anfangsadresse des Objekts. Nun die Bestandteile der Deklaration im Einzelnen. Als erstes wird die Variable namens klein a vom Klassentyp x eingerichtet. Wie jede Variable kann und sollte klein a gleich bei Einrichtung initialisiert werden. Mit diesem Schlüsselwort wird gesagt, dass ein neues Objekt angelegt wird. Dieses Objekt ist ebenfalls vom Klassentyp x. Wir betrachten in diesem Video nur den Fall, dass Variable und Objekt von derselben Klasse sind. Das muss nicht immer so sein. Der Fall, dass Variable und Objekt von unterschiedlichen Klassen sind, wird im Video zu Vererbung und Polymorphie intensiv behandelt. Was das leere runde Klammerpaar hier soll, wird später beim Thema Methoden erklärt, Stichwort Konstruktor. Wir richten neben klein a noch eine zweite Variable namens klein z und ein zweites Objekt ein. Wieder vom Laufzeitsystem beliebig im virtuellen Speicher verteilt. Jetzt können wir mit den beiden Variablen a und z spielen.
Jedem Attribut weisen wir irgendeinen beispielhaften Wert zu. Mit diesem Aufruf, den wir später im Video erklären, wird der Wert in Klammern auf den Bildschirm geschrieben. Im Kommentar steht jeweils dazu, welcher Wert auf den Bildschirm geschrieben wird. Nicht überraschend sind das genau die Werte, die wir den Attributen soeben zugewiesen haben. Dasselbe bei Z. Jetzt überschreiben wir die Attributwerte mit neuen Werten und geben die Attributwerte wieder auf dem Bildschirm aus. Natürlich werden jetzt die neuen Werte ausgegeben. Bei lokalen Variablen unterscheiden wir zwischen Variablen und Konstanten. Der syntaktische Unterschied ist das Schlüsselwort final. Das gibt es bei Attributen auch. Wie bei lokalen Konstanten muss ein konstantes Attribut initialisiert werden und sein Wert kann später nicht mehr geändert werden. Die Initialisierung geht so wie hier gezeigt. Falls die Klasse aber Konstruktoren hat, wozu wir später kommen werden, dann muss hier keine Initialisierung stehen, sondern stattdessen kann ein solches konstantes Attribut auch in jedem Konstruktor der Klasse genau einmal initialisiert werden. Die Attribute, die wir bisher betrachtet haben, nennt man Objektattribute, weil, wie wir schon gesehen hatten, jedes Objekt seine eigene Kopie dieser Attribute hat. Mit Schlüsselwort static richtet man ein sogenanntes Klassenattribut ein. Hier ist also i kein Objektattribut mehr, sondern ein Klassenattribut. Den Unterschied zwischen Objektattribut und Klassenattribut sehen wir uns an, indem wir mit beiden ein bisschen herumspielen. Wieder zwei Variable, a und z, von Klasse groß X, jeweils mit einem Objekt. Objektattribut c setzen wir jeweils auf einen Wert und Klassenattribut i ebenfalls. Jetzt geben wir die Werte dieser vier Attribute wieder auf dem Bildschirm aus und schauen, was passiert. Bei Objektattribut c von z ist alles wie erwartet. Auch bei Objektattribut c von a. Und bei i von z ist auch noch alles wie erwartet. Das ist jetzt aber anders als bisher. Auch i von a hat plötzlich Wert 2. Jetzt sehen wir den Unterschied zwischen Objektattribut und Klassenattribut. Von einem Objektattribut hat jedes Objekt eine eigene Kopie. Ein Klassenattribut gibt es aber insgesamt nur einmal. Egal, ob man über klein a oder klein z oder über sonst eine Variable von Klasse x auf i zugreift, man spricht immer dieselbe einzige Speicherstelle an. Was ist genau passiert? Die letzte Zuweisung in der linken Spalte hat diese Speicherstelle auf den Wert 2 gesetzt. Daher gibt auch diese Schreibanweisung eine 2 aus. Wir schauen uns das, was hier vor sich geht, im virtuellen Speicher an. Im Video zur Referenzsemantik wird der virtuelle Speicher und seine Bedeutung in Java genauer erklärt. Hier reicht zu sagen, dass wir uns den virtuellen Speicher wie ein sehr großes Array vorstellen können, in dem alle Variablen und Objekte abgelegt werden. Wenn wir mit Schlüsselwort new ein neues Objekt anlegen, heißt das genauer, das Laufzeitsystem legt dieses Objekt irgendwo im virtuellen Speicher an. Das Laufzeitsystem entscheidet, wo es das tut. Wir haben keinen Einfluss darauf und wissen nicht einmal, wo das Objekt nun ist. Ein zweites Objekt, das wir mit Schlüsselwort new anlegen lassen, kann vom Laufzeitsystem beliebig irgendwo anders im virtuellen Speicher angelegt werden. Diese beiden Objekte beschreiben noch den ersten Fall in diesem Video, nämlich, dass alle drei Attribute Objektattribute sind. Und so sieht das dann aus, wenn i ein Klassenattribut ist. Nur noch c und d sind als Kopien in jedem Objekt vorhanden. Das i wird irgendwo vom Laufzeitsystem platziert, aber eben nur einmal. Alle Zugriffe auf Attribut i von Klasse x greifen auf diese eine Speicherstelle zu. Wir schauen uns jetzt an, wofür Klassenattribute eigentlich gut sind. Dazu richten wir noch einmal zwei Variable und Objekte von Klasse x ein.
Wir greifen auf das Klassenattribut i jeweils einmal über a und einmal über z zu. Das ist beide Male dieselbe Speicherstelle und in der steht am Ende eine 2. Der Punkt ist, auf Klassenvariablen kann man auch mit dem Klassennamen selbst zugreifen. Bei Objektvariablen geht das natürlich nicht, denn eine Objektvariable ist ja in jedem Objekt separat einmal vorhanden. Welche dieser Kopien wir ansprechen wollen, müssen wir bei einer Objektvariable natürlich sagen, indem wir den Namen der Variable angeben. Aber bei einer Klassenvariable brauchen wir im Grunde gar kein Objekt, da die Speicherstelle ja für jedes Objekt dieselbe ist. Java erlaubt daher, diese Speicherstelle ohne Umweg über ein Objekt direkt mit dem Namen der Klasse anzusprechen. Mit Schlüsselwort final kann man natürlich auch Klassenkonstanten definieren. Die Klasse Math in package.java.lang zeigt exemplarisch den Hauptzweck von Klassenkonstanten für eine Naturkonstante, mathematische Konstante und ähnliches richtet man in der Regel eine Klassenkonstante in einer geeignet benannten Klasse, wie hier Klasse Math, ein. Zu Packages gibt es ein eigenes Video zusammen mit Zugriffsrechten. Wichtig zu beachten ist die Namenskonvention. Die Namen von Klassenkonstanten sollen in Java immer ganz aus Großbuchstaben bestehen. Diese zwei Klassenkonstanten können dann wieder benutzt werden, ohne dass ein Objekt der Klasse Math eingerichtet werden muss. Wir kommen nun endlich zu den Methoden einer Klasse. Zuerst schauen wir uns an, wie Methoden definiert werden. Danach betrachten wir den Aufruf von Methoden. Wieder eine Spielzeugklasse Groß X. Eine einzelne Objektvariable, wieder mit fantasielosem Namen. Diesmal aber nicht public wie bisher, sondern private, wie es sich eigentlich gehört. Eine Get-Methode für Attribut unser Int gemäß der üblichen Namenskonvention. Get-Methoden haben leere Parameterlisten und liefern in den meisten Fällen, so wie hier, einfach den Wert des Attributs zurück. Der Rückgabetyp Int ist identisch mit dem Typ des mit Return zurückgelieferten Wertes. Passt also. Weiter eine Set-Methode mit dem notwendigen Parameter vom Typ des Attributs. Schlüsselwort void statt Rückgabetyp, das heißt, die Methode liefert nichts zurück. Wie meistens bei Set-Methoden wird hier einfach der Wert des Attributs mit dem Wert des Parameters überschrieben. Im Video zum Fallbeispiel zweidimensionale geometrische Formen wird ein Beispiel gezeigt, in dem die Get- und die Set-Methode nicht wie hier auf einen physisch existenten Attributwert zugreifen, sondern mit einem abstrakt gedachten, gar nicht implementierten Attribut umgehen müssen. Was nur geht, wenn Attribute wie hier hinter einer Get- und einer Set-Methode versteckt sind. Jetzt rufen wir die Get- und die Set-Methode auf. Dazu richten wir natürlich erst einmal wieder ein Objekt der Klasse X ein. Die Set-Methode mit einem neuen Wert, auf den das Attribut unser Int gesetzt wird. Und die Get-Methode, wieder im Rahmen einer Schreibanweisung auf den Bildschirm, so wie wir es schon vorher in diesem Video gesehen haben. Wie nicht anders zu erwarten, wird der Wert auf dem Bildschirm geschrieben, der im Aufruf der Get-Methode als Parameter übergeben wurde. Als nächstes schauen wir genauer in die Return-Anweisungen. Die Methode Betrag soll den Absolutbetrag des Parameters x zurückliefern. Wir sehen, dass mehrere Returns in einer Methode vorkommen können, nicht nur ein Return wie bisher. Dies ist eine typische, häufig wiederkehrende Situation, ein Return in einem If. Wichtig ist, dass das Return die Abarbeitung der Methode sofort beendet. Das heißt, das, was passieren soll, wenn die If-Bedingung falsch ist, muss nicht in einen Else-Teil gepackt werden. Denn wenn die If-Bedingung wahr ist, kommt die Abarbeitung der Methode wegen des ersten Returns gar nicht mehr bis zu den Anweisungen nach der If-Abfrage. Es muss gewährleistet sein, dass unter allen Umständen ein Double-Wert mit Return zurückgeliefert wird.
Daher muss nach der if-Abfrage noch ein Return kommen. Dieses Return liefert minus x zurück, denn wenn die if-Bedingung nicht wahr ist, dann ist x negativ und der Betrag von x ist gerade minus x. Nun eine Void-Methode. Diese Methode berechnet genau wie die letzte Methode den Absolutbetrag des Parameters. Aber das Ergebnis wird nicht zurückgeliefert, sondern auf den Bildschirm geschrieben. Dementsprechend hat das Return keinen Rückgabewert. Natürlich hat Return in Void-Methoden nie einen Rückgabewert. Hier, ganz am Ende, könnte ein Return stehen, muss aber nicht bei Void-Methoden. Wenn die Abarbeitung des Java-Programms ganz am Ende einer Void-Methode ankommt, wird automatisch ein Return ausgeführt. Wir haben übrigens inzwischen auch alles beieinander, um prinzipiell den Aufruf zu verstehen, mit dem wir immer wieder Daten auf den Bildschirm geschrieben haben. Zuerst System. Das ist eine vordefinierte Klasse. Diese Klasse findet sich im Package java.lang. Packages allgemein werden im Video zu Zugriffsrechten und Packages systematisch besprochen. Was ist nun der Bestandteil namens out? Technisch gesprochen ist out eine Klassenvariable von Klasse System. Da out eine Klassenvariable und keine Objektvariable ist, kann einfach der Klassenname System davorstehen. System.out ist eine Variable der Klasse PrintStream. Der Zweck von Klasse PrintStream ist, dass man mit Methode print Daten auf einen Ausgabestrom schreiben kann. System.out ist aber eine besondere Variable von Klasse PrintStream, denn diese Variable ist fest mit dem Standardausgabestrom verbunden. Solange man den Standardausgabestrom nicht anderswohin umlenkt, schreibt der auf den Bildschirm. Der letzte Bestandteil ist ein Aufruf eben dieser Methode print. Klasse PrintStream hat eine Methode print für jeden Datentyp. Wie das geht, mehrere Methoden desselben Namens in einer Klasse zu haben, wird im Video zur Vererbung und Polymorphie erläutert. Analog zu Objekt- und Klassenvariablen unterscheiden wir auch zwischen Objekt- und Klassenmethoden. Alle bisher in diesem Video betrachteten Methoden waren Objektmethoden. Auch diese beiden Methoden in diesem kleinen Beispiel sind zunächst einmal Objektmethoden. Eine Klassenmethode erkennt man ebenfalls am Schlüsselwort static. Methode 2 ist also nun eine Klassenmethode. Der semantische Unterschied lässt sich schon an diesem einfachen Beispiel gut zeigen. Was eben bei der Objektmethode noch erlaubt war, ist jetzt bei der Klassenmethode nicht mehr erlaubt. Abstrakt formuliert ist die Regel ganz einfach. Eine Klassenmethode darf nicht auf das Objekt zugreifen, mit dem sie aufgerufen wurde. Wir schauen uns natürlich jetzt genauer an, was diese abstrakte Regel nun konkret bedeutet, indem wir im Einzelnen durchgehen, was erlaubt ist und was nicht. Zugriff auf eine Objektvariable oder auch eine Objektkonstante geht gar nicht. Ebenso geht nicht der Aufruf einer Objektmethode, also einer Methode ohne Static. Was problemlos geht, ist der Zugriff auf eine Klassenvariable bzw. eine Klassenkonstante sowie der Aufruf einer Klassenmethode. Warum diese Einschränkungen? Nun, es macht offensichtlich keinen Sinn, eine Objektmethode nur mit dem Klassennamen aufzurufen. Denn eine Objektmethode darf auf das Objekt zugreifen, aber dafür muss dann natürlich auch ein Objekt vorhanden sein. Daher geht das nicht. Aber da eine Klassenmethode gar nicht erst auf das Objekt zugreifen darf, muss auch kein Objekt da sein. Die Methode darf einfach mit dem Klassennamen aufgerufen werden. In perfekter Analogie zu Klassenvariablen und Klassenkonstanten. Vorhin haben wir den Sinn von Klassenkonstanten anhand von Klasse Math eingesehen. Auch für den Sinn von Klassenmethoden ist Klasse Math ein gutes Beispiel. Eigentlich dient die Klasse nur als Sammlung, einerseits für die Konstanten, die wir schon vorhin gesehen haben, andererseits für eine Vielzahl mathematischer Methoden. Diese Methoden berechnen aus den Parameterwerten ein Ergebnis
und benötigen dafür keine weiteren Daten, also auch kein Objekt der Klasse Math. Hier ein paar Beispiele von mathematischen Funktionen in Klasse Math. Methode Asin ist der Arkosinus. Hier ein paar weitere Beispiele. Quadratwurzel, Exponentialfunktion, natürlicher Logarithmus und Zehnerlogarithmus. Das sind natürlich bei weitem nicht alle mathematischen Funktionen in Klasse Math. Wir kommen noch einmal zurück auf unser künstliches kleines Beispiel mit einer Objektmethode namens Methode 1 und einer Klassenmethode namens Methode 2. Nun allerdings eine kleine Modifikation. Methode 2 hat jetzt einen Parameter klein a vom Typ groß x. Zugegriffen wird in Methode 2 jetzt auf das Objektattribut von klein a und auch die Objektmethode wird mit klein a aufgerufen. Zur Klarstellung, das geht auch in Klassenmethoden. Warum auch nicht? Über klein a ist hier ein Objekt von Klasse x vorhanden. Es gibt keinen Grund, Zugriffe auf klein a, wie hier gezeigt, zu verbieten. Wir betrachten noch ein weiteres, etwas komplizierteres Beispiel einer Methode und ihre Bestandteile. Das ist der Kopf der Methode, in der Fachsprache auch die Signatur der Methode genannt. Die Parameterliste enthält vier Parameter vom Typ Double, nämlich die Koordinaten der zwei Punkte in der Ebene, deren euklidische Distanz berechnet werden soll. Und die Anweisungen in geschweiften Klammern sind der Rumpf der Methode. Damit die Formeln übersichtlich bleiben, berechnen wir erst einmal zwei Zwischenergebnisse, nämlich das Quadrat der horizontalen und das Quadrat der vertikalen Distanz der beiden Punkte. Die Quadratwurzel von deren Summe ist bekanntlich die euklidische Distanz. Und genau diese wird zurückgeliefert. Wir führen noch zwei wichtige Fachbegriffe ein, formaler und aktualer Parameter. Das Wort aktual ist ein Anglizismus. Das englische Adjektiv actual bedeutet nicht aktuell, sondern tatsächlich. Was in der Parameterliste steht, das sind die formalen Parameter. Und was dann an ihrer Stelle in einem Aufruf der Methode steht, das sind die aktualen Parameter. Damit verlassen wir Methoden erst einmal. Eine der vordefinierten Klassen hat einen Sonderstatus, Klasse String, weil diese Klasse so grundlegend ist und so häufig verwendet wird. Dieser Sonderstatus kommt in verschiedenen programmiersprachlichen Konstrukten zum Ausdruck. Zum einen hat Klasse String eigene Literale, nämlich Zeichenketten in doppelten Hochkommas. Literale haben sonst nur die primitiven Datentypen. Im Video zu syntaktischen Bestandteilen von Java-Programmen werden Literale allgemein erklärt. Neu ist, dass Operator Plus auch für Strings definiert ist, allerdings mit einer anderen Semantik. Aus zwei String-Objekten wird ein neues String-Objekt gebaut, in dem die beiden Inhalte aneinandergefügt werden. In der Fachsprache sagt man, die beiden Strings werden konkateniert. Wenn wir jetzt die Konkatenation ausgeben, dann kommt exakt ein String zum Vorschein, der aus dem ersten und dem zweiten String besteht. Wichtig ist, dass die beiden ursprünglichen Strings durch Operator Plus nicht verändert werden. Nicht der, auf den str1 verweist und auch nicht der, auf den str2 verweist. Auch mit primitiven Datentypen wie hier char ist die String-Konkatenation möglich. Das Leerzeichen wird im Beispiel zwischen den beiden Strings eingehängt und erscheint bei der Ausgabe dann auch zwischen den beiden Strings. Auch bei primitiven Zahlentypen. Wir richten zuerst ein String-Objekt ein und konkatenieren diesen String dann mit einer gebrochenen Zahl und danach noch mit einem Zeichen. Das Ergebnis ist wie erwartet. Wir kommen jetzt zu einer besonderen Art von Methoden, genannt Konstruktoren. Eigentlich nichts wirklich Neues,
denn Konstruktoren haben wir zumindest schon aufgerufen. Und zwar hier, bei der Einrichtung von Objekten. Wir schauen uns nun an, wie man so einen Konstruktor selbst definieren kann. Wieder eine kleine Beispielklasse X, diesmal mit je einem Attribut vom Typ Double, Char und String. Jetzt der Konstruktor. Das sind die formalen Parameter. Ein Double, ein Char und ein String. Der Name ist das entscheidende Kennzeichen, das den Konstruktor von anderen Methoden unterscheidet. Der Konstruktor heißt immer exakt genauso wie die Klasse. Andere Methoden dürfen nicht wie die Klasse heißen. Noch etwas ist an dieser Stelle zu sehen, beziehungsweise genau genommen nicht zu sehen. Konstruktoren haben keinen Rückgabetyp, auch nicht void stattdessen. Eine typische Aufgabe von Konstruktoren ist, die Werte der Attribute zu initialisieren. Meist werden diese Werte wie hier als Parameter übergeben. Wir rufen diesen selbstdefinierten Konstruktor also auf, so wie wir es eben schon gesehen haben. Und dann geben wir die momentanen Werte der drei Attribute gleich wieder aus. Nicht überraschend sind das genau die drei aktuellen Parameterwerte des Konstruktoraufrufs. Wir hatten vorhin schon kurz erwähnt, dass Objektkonstanten nicht unbedingt, wie hier, initialisiert werden müssen, sondern sie können stattdessen auch im Konstruktor genau einmal einen Wert zugewiesen bekommen. Bei Klassenkonstanten sieht es etwas anders aus. Es macht ja keinen Sinn, eine Klassenkonstante im Konstruktor zu setzen, denn dann würde die Klassenkonstante ja bei Einrichtung jedes Objektes wieder gesetzt. Und umgekehrt, falls nie ein Objekt eingerichtet wird, würde die Klassenkonstante auch nie gesetzt. Stattdessen gibt es für Klassenkonstanten ein eigenes Konstrukt. Man schreibt in die Klassendefinition an beliebiger Stelle außerhalb aller Methoden ein Static, gefolgt von Anweisungen in geschweiften Klammern. Nun noch eine weitere programmiersprachliche Besonderheit von Klasse String. Der Konstruktor mit einem Parameter kann auch, wie bei primitiven Datentypen, in Form einer Zuweisung aufgerufen werden. Zu guter Letzt, zumindest was Konstruktoren angeht, wenn wir für eine Klasse X keinen Konstruktor definieren, dann wird beim Kompilieren automatisch ein Konstruktor mit leerer Parameterliste generiert, der überhaupt nichts macht. Aber aufgerufen werden muss er trotzdem. Man kann es also drehen und wenden, wie man will. An einem Konstruktoraufruf kommt man beim Einrichten eines Objekts nicht vorbei. Wir kommen langsam zum Ende dieses Videos und streifen kurz eine Gruppe von Klassen, die auch im Video zu primitiven Datentypen angesprochen werden. Zu jedem primitiven Datentyp gibt es einen vordefinierten Klassentyp. Jedes Objekt einer dieser Klassen wird mit einem Wert des zugehörigen primitiven Datentyps initialisiert und speichert diesen Wert. Jeweils mit einer spezifischen Methode lässt sich dieser Wert wieder als Wert des zugehörigen primitiven Datentyps auslesen. Der Name der Methode wird nach einem einfachen Schema gebildet: Datentyp plus das Wort Value. Wozu das alles mit diesen Klassen gut ist, wird im Video zu Vererbung und Polymorphie erklärt. Im Video zu primitiven Datentypen sehen wir übrigens auch ein paar Konstanten für die primitiven Datentypen und können hier, in diesem Video, jetzt verstehen, wie diese Konstanten eigentlich definiert sind, nämlich schlicht und einfach als Klassenkonstanten. Wir hatten schon die Namenskonvention erwähnt, wonach Namen von Klassenkonstanten nur aus Großbuchstaben bestehen sollen. Das war aber nur die erste Regel der Namenskonvention. Die zweite und letzte Regel der Namenskonvention lässt sich an diesem Beispiel gut zeigen. Da Wortanfänge mitten im Namen nicht durch Großbuchstaben gekennzeichnet werden können, werden Worttrennungen durch Unterstrich, Englisch Underscore, angezeigt. Natürlich bieten diese Klassen noch viel mehr Funktionalität, auf die wir hier aber nicht eingehen. Zum Abschluss dieses Videos noch eine besonders wichtige allgemeine Konvention. Java-Interpreter
lassen sich typischerweise mit dem Namen einer Klasse aufrufen und suchen in der Klasse dann typischerweise nach einer Methode mit exakt dieser Signatur. Der Aufruf dieser Methode ist dann der Programmstart. Damit nimmt diese Methode die Rolle von Task in CalJ ein. Sie ist das Hauptprogramm. Typischerweise kann man beim Aufruf neben dem Klassennamen noch ein paar weitere Parameter angeben. Diese Parameter erscheinen als einzelne Strings in diesem Array von Komponententyp String in der Reihenfolge, in der sie angegeben wurden. Die Länge des Arrays ist die Anzahl der Parameter. Häufig ist einfach Java das Kommando für einen Java-Interpreter. Hier wird also Methode main einer Klasse X mit den zusätzlichen Parametern hello, world und 123 aufgerufen. Wir lassen uns in main einfach einmal die Parameter oder Argumente des Interpreteraufrufs ausgeben. Da die Anzahl der Parameter bei jedem Aufruf eine andere sein kann, geht die Vorschleife nicht über einen festen Bereich, sondern über den Indexbereich des tatsächlichen Arrays. Das Ergebnis ist wie erwartet. Damit schließen wir unsere Betrachtung von Klassen und Objekten.